Oh Mann, willkommen zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ja, ich habe jetzt nach der letzten Folge mal die beiden Hausaufgaben gemacht für Arresto Momentum und für Wingardium Leviosa. Ich habe es dann mal herausgefunden mit den Alraunen und mit dieser Tentacula, Dracula, keine Ahnung, Pflanze. Zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert hatte. Super easy im Endeffekt. Hat genau gedauert 2 Minuten und dann hatte ich es. Jetzt habe ich beide Hausaufgaben freigeschaltet. Können wir ja gerade mal reinschauen. Und dann haben wir jetzt quasi alle Hausaufgaben, nur noch hier so ein bisschen Nebenquatsch mit Sammeln von diesen Steinchen und dann quasi 3 weitere Hauptstory-Missionen, auf die ich mich mega freue. Ja, wir machen jetzt Arresto Momentum, Wingardium Leviosa und dann geht es, wie gesagt, ab in die Hauptmission. Würde mich freuen, bevor das Video losgeht, wenn du dem Video ein Däumchen nach oben geben würdest und ein kostenloses Abo da lassen würdest. Damit würdest du mich und meinen Kanal extrem supporten, weiter nach vorne bringen. Würde mich mega freuen, wie gesagt. Und natürlich Glocke aktivieren, dass du kein weiteres Video von mir zu Hogwarts Legacy verpasst. Ab geht's, rein in die Folge. Let's go. So, also für Arresto Momentum mussten wir einfach nur ein paar Luftballons durchfliegen. Das habe ich jetzt, wie gesagt, einfach mal nach der Folge gemacht, am späten Abend dann noch. Das war, wie gesagt, super easy. Einfach durch Ballons fliegen, zack, fertig. Aber das hier hat mir so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet mit den Alraunen und dieser Tentacula. Wo habe ich den Quatsch jetzt gefunden? Ich habe mir so gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein, dass ich das nicht herstellen kann, nicht finden kann. Was habe ich dann gemacht? Ich bin nach Hogsmeade, bin komplett einmal hier Hogsmeade abgelatscht und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, yo, Fippmann, du könntest ja auch mal die Map ein bisschen höher machen. Da ist nämlich noch eine Hütte gewesen und hier ist auch diese dämliche Wasserwegrich- und Knollenblätterpilz-Hütte gewesen. Wahnsinn. Ich bin einfach rein, da steht so eine nette Dame am Tresen und da kannst du dann quasi die Rezepte für die Alraunen, für die Tentacula kaufen, aber auch direkt fertig gewachsene Tentacula und Alraunen habe ich dann gemacht, hat mich jede Menge Geld gekostet und im Endeffekt war es dann quasi, man musste ja nur diese Tentacula einmal benutzen, ich habe die einfach auf den Boden geschmissen, dann spawnt da einfach so eine Art fleischfressende Pflanze und dann war die erste Hausaufgabe quasi abgeschlossen, die zweite war ja, setze einen Alraune gegen mehrere Gegner ein. Habe ich dann auch gemacht, einmal wieder in den verbotenen Wald rein, die Location der Wahl, wenn es darum geht, gegen Gegner zu kämpfen. Habe dann eben die Alraune genommen, habe mich zwischen 3 Spinnen gestellt, habe die Alraune gezündet, war die Quest damit eben auch abgeschlossen. Super simpel, super easy und jetzt haben wir das eben auch frei. Und jetzt können wir zu beiden zurückkehren und eben die Hausaufgaben abschließen. Und ich würde sagen, welchen Auftrag habe ich jetzt gewählt? Arresto Momentum, ne? Gehen wir erstmal zu ihr zurück, schließen das ab, freue ich mich auf den Zauberspruch, so ein kleiner Verlangsamungszauber eben gegen ein paar Gegner, kann ja nicht schaden quasi, ne? Und dann holen wir uns Wingardium Leviosa, bei dem Zauberspruch frage ich mich natürlich immer noch so ein bisschen, warum ich den überhaupt brauche, weil ich habe ja schon Levioso, ne? Ja. So, also es ist doch in Hogwarts. Es ist doch in Hogwarts. Warum zeigt er mir das Ziel denn dann so ganz seltsam an? Verstehe ich nicht. Es ist aber wieder da vorne, ne? Ja, genau. Es ist wieder da vorne. Alles klar. Rein da. Holen wir uns Arresto Momentum. Nice. Und dabei gönne ich mir noch einen Schluck aus meiner weltbesten Monkey D. Ruffy Tasse. Köstlich. So. Nice. Also die Hausaufgaben und so weiter, das gefällt mir echt alles ziemlich gut. Auch wenn die Unterrichtsstunden von den Hauptquests her ziemlich schnell gehen. Die könnten einen Ticken länger gehen, dass man da mehr Cutscenes hat, mehr lernt, mehr machen kann. Aber so im Großen und Ganzen top, 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 top. Wahnsinn einfach. Ist alles erledigt, Madame. Ist alles erledigt. Alles erledigt. Gut gemacht. Das Zeug von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähiger Sucher erwiesen. Dankeschön. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Wir wollen ja natürlich der mächtigste Zauberer aller Zeiten werden. Deswegen müssen wir alle lernen. Arresto Momentum. Keiner kann es so geil sagen wie Albus Dumbledore höchstpersönlich. Aber wir versuchen es natürlich. So. Ist ein gelber. Mhm. So, lässt sich hier noch was spawnen. Arresto Momentum verlangsamt die Bewegung von Gegnern und Objekten. Je größer das Ziel ist, desto weniger stark wirkt der Zauber. Okay, also perfekt für ein paar kleine Kobold oder wie dort. Sehr gut. Sie sollten ja, lösen wir zack mal ein hier. So. So
oft wie möglich üben. Arresto, Moment. Sehr gut. Weiter. Arresto Momentum. So, wo packe ich mir den denn jetzt clevererweise hin? Also hier mein erster Slot top. Mein zweiter. Da kann ich den hier quasi auslösen und packe da mal Arresto Momentum mit rein. Incendio, wie gesagt, momentan. Weiß ich nicht. Hier den Reparo-Zauberspruch brauche ich nicht so oft. Den kann ich gleich auch noch auswechseln. Ja. Okay. Alles klar, vielen Dank. Sie haben mir echt mega viel beigebracht. Madame Kogawa, hätten Sie einen Moment? Ja, worum geht es? Im Unterricht erwähnten Sie die Quidditch-Mannschaft von Toyohashi. Ja, die Toyohashi Tengu stammen aus Japan. Dominant, bekannt für hartes Training. Sie trainieren an der Maho Tokoro-Schule für Zauberei und kämpfen sowohl gegen die raue See und die wilden Stürme als auch gegeneinander. Turnierspiele fallen den Tengu fast immer leichter als ihre Trainingsstunden. Sie sind also ein Fan? Ein Fan? Ha! Ich sollte einmal Teil des Teams werden. Und ich wäre eine Tengu geworden, wenn ich nicht Pech gehabt hätte. Ja, das sagen sie alle dann, ne? Okay. Ich kenne das Gefühl. Manches liegt einfach nicht in unserer Hand. Und manches schon. Ich hätte es besser wissen sollen. Ich habe mein eigenes Glück geschmiedet. Ich wurde von jemand Vertrautem verraten. Mir selbst. Ich konnte nicht klar sehen und habe es bitter bereut. Meine beste Freundin Asuka und ich wurden herangezogen, um im Team zu spielen. Ich als Hüterin, sie als Jägerin. Sie war atemberaubend. Sie hat sich einmal durch 3 Spieler geschraubt und gepunktet, bevor sie auch nur gesehen wurde. Aber die Probespiele für die Tengu rückten näher und sie geriet in Panik. Mir wurde das Ausmaß ihrer Panik erst klar, als es schon zu spät war. Sie wollte so sehr, dass wir beide zusammenspielen, dass sie Felix Felicis in unseren Tee schüttete, noch bevor wir unser Können auf die Probe stellen konnten. Ja, das ist ja klasse. Ist doch dieser Glückszauber, oder nicht? Ist das erlaubt? Ist es nicht. No. Ich wusste innerhalb von Minuten, dass etwas anders war. Ich hatte nie so gut gespielt. Und Asuka spielte schöner, als ich es je zuvor gesehen hatte. Als ich sie später zur Rede stellte, gab sie zu, was sie getan hatte. Ich zog mich aus der Auswahl zurück. Und zwar sofort. Aber es war nicht ihre Schuld. Sie wussten nichts vom Zaubertrank im Tee. Das ist unwichtig. Meine Flugkünste waren nicht meine eigenen. Damit konnte ich nicht leben. Also zog ich meine Bewerbung zurück und erklärte ihnen, warum. Und ich verbrannte meinen Besen. Was war mit Asuka? Musste sie ihren Besen auch verbrennen? Asuka spielte 2 Saisons lang für die Tengu. Sie haben sie nicht gemeldet? Wirklich? Es war nicht an mir, ihr Schicksal zu bestimmen. Ich bestimme mein Schicksal. Und sie bestimmen ihres. Vielen Dank, Madame. Ich werde mir diese Worte merken. Weise Worte tatsächlich und absolut ehrenwert von ihr, ne? Kann man nicht anders sagen. Und jetzt lernen wir alle Homura gleich, dann können wir ihre Kiste weglooten und sie einfach da, wo sie da gerade sitzt, vor ihren Augen beklauen. Beste Leben aller Zeiten. Was ist das denn für eine absolut abgefahrene Maske? Wahnsinn, ey. Hier gab mal ein paar neue Linsen aufs Gesicht. Was haben wir denn hier so Feines? Die Dumbledore-Brille. Wie gesagt, die hatte ich auch mal. Absolute Scheiße. Also ich frage mich teilweise, was die sich dabei gedacht haben bei dem Design. Okay. Ab zum nächsten Unterricht, würde ich sagen, mit Arresto Momentum in der Tasche. Und jetzt holen wir uns Wingardium Leviosa. Zack. Kräuterkundeunterricht. Nice. Da können wir doch auch direkt hin porten, oder nicht? Doch, ne? Ab ins Gewächshaus. Habe ich am Gewächshaus keine Schnellreise freigeschaltet? Doch, hier direkt da drin. Reisen. Jetzt bin ich gespannt, wo der Unterschied zwischen Levioso und Leviosa ist. Was haben Sie jetzt vor? Ich würde gerne einen nächsten Zauberspruch lernen, werte Lady. So, hallo. Und apropos ihre Alraunen, sexy Lady, haben top funktioniert. Und die Tentakula auch, ja.
Und die ganzen Schüler rennen schon raus, wollen alles schnell weg und Zeug erledigen. Und wir als Streber bleiben natürlich hier und lernen einen weiteren Zauberspruch, ne? Mit der weltbesten Lehrerin aller Zeiten. So, da ist schon eine Kiste, wo wir dran üben können. Auch komisch, dass die uns Wingardium Leviosa beibringt, ne? Aber, ja. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Alles für die Zackprüfung. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Das Wutscheln und Wedeln, ne? Darauf kommt es ja an. Sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Perfekt, das wollen wir doch, oder? Wingardium Leviosa. Der Schwebezauber Wingardium Leviosa kann Gegenstände schweben lassen und bewegen. Aha, da liegt dann auch der Unterschied drin. Kontrolliere die Position mit deiner Bewegung und verwende die Steuerkreuze, um die Distanz und Rotation einzustellen. Okay. Oh, okay, man muss das gedrückt halten. Man muss tatsächlich gedrückt halten, glaube ich. Ja, das ist ein bisschen krampfig. Man muss quasi R2X gedrückt halten, dann mit dem rechten Stick gleichzeitig kannst du das dann bewegen eben und dann eben hier vor, zurück, rechts, links drehen. Okay. Klasse. Absolut Weltklasse. Dankeschön. Professor Garlic, hätten Sie einen Moment Zeit? Die Pflanzen ruhen, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Was wollen wir denn von ihr? Ich wollte nur fragen, was Sie dazu bewogen hat, Kräuterkunde zu lehren. Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahrgewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkunde-Professor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Er war sicher untröstlich, aber für sie war es ein Glücksfall. Nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch. Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Okay, das ist schon fast komisch, tatsächlich, ja. Er hatte ja eine gehörige Portion Pech. Er tat mir natürlich leid, aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Nach seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula. Und, tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute an. Klasse. Ich bin froh, dass alles so gekommen ist. Und Sie jetzt Kräuterkunde unterrichten. Sehr lieb von Ihnen. Ich liebe diese Gärten und helfe meinen Schülern gern beim Wachsen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Einen schönen Tag noch. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Vielleicht können Sie mir auch helfen beim Wachsen. Oh, Professorin, das wäre natürlich so ein Ding, ne? Ja, die ist cool irgendwie, ich mag die. Ich mag die irgendwie, liebe Freunde. So, wenn wir jetzt schon mal da sind. Giftige Tapferkeit. Finde, betritt hier die verborgene Kräuterkunde-Korridor. Muss doch hier eigentlich ganz in der Nähe sein, oder? Dann können wir dem Möchtegern-Held sein Gefallen auch erledigen. Ey, mach mal Platz hier. Mach mal Platz. Und die kann ja rein theoretisch nicht so weit weg sein. Der Pfeil zeigt nach wo? Nach da unten. 59 Meter. Ich bin ja quasi schon da. Revelio.
Okay, dann muss ich bestimmt irgendwie durchs Schloss laufen und dann in so einen, so einen Untergrund eben rein. Diese schöne Melodie hier im Gewächshaus ist fantastisch, liebe Freunde. So. Alohomora haben wir auch gleich. Dann können wir da rein. Perfekt, perfekt, perfekt. Oben drüber auch noch eine Nebenquest. Gucken, ob sich hier irgendwas getan hat, ob die Kiste immer noch offen ist. Die ist immer noch offen. Die ändert sich auch nicht mehr. Mhm, das war die allererste Kiste, die wir gefunden haben, glaube ich. Mit diesem Fantasma. Oh, da, die beiden, ey. Ich habe euch vermisst. Wie sieht's aus bei euch? Habt ihr euch versöhnt? Ja, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. So, die hat immer noch nichts für uns, ne? Ja, die kann immer noch nichts offenbaren. So, da ist so eine Kiste unten. Die Tür ist auch nach wie vor verschlossen, ne? Ja, da können wir bald rein. Und hier ist noch eine Seite. Nice, mit Glocken. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an drei gleichnamige, wunderschöne, steilige Bergkämme, die sich majestätisch über eine Schlucht in Argyllshire erheben. Gerüchte zufolge kann man sie in der Schlucht weit über dem Hochland hinaus laut läuten hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Die Einheimischen sind seit Jahren über die geheimnisvollen Läuten verblüfft. Ja, Wahnsinn. 12 von 50. Ich liebe dieses Schloss. Ich liebe dieses Schloss, Mann. Es ist der heilige Wahnsinn, ey. Es ist der heilige Wahnsinn. So, ab auf unseren Besen. Und dann fliegen wir mal hier zum geheimen Kräuterkundunterricht. Ich hätte doch bestimmt auch irgendwo hier einfach rausgehen können, oder? Ah, hier ist so eine Seite. Akio. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, irgendwo hier muss es doch sein, oder? Oh, cool. Wieder die Honigwaben, ne? Glammbammel sind magische fliegende Insekten, die eine Art Sirup produzieren, der beim Verzehr Schwermut verursacht. Sie ernähren sich von Nesseln und bauen ihre Nester an dunklen und abgelegenen Orten. Leider befallen sie oft Bienenstöcke und haben verheerende Auswirkungen auf den Honigstadien. Das ist doof. Das ist doof. So, bist du mein Eingang? Also was ist mit diesen Tafeln hier auf sich hat? Die habe ich jetzt schon ein paar Mal gefunden. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Ja. Und da ist die verbotene Abteilung. Rein da. Mal schauen, was uns da jetzt begegnen wird. Oh yes, Mann. Lumos. Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. So ein Bluthundhelm wie von Elden Ring. Mhm. Ledermäuse sind auf jeden Fall am Start. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Geil, die kennen wir doch, Mann. Mag sie kein Licht. Ja, vermutlich. Ja, ey, Mann, auch dieses Detail wieder, ey. Das ist Gänsehaut gerade, Mann. Wie gesagt, so oft in diesem Spiel einfach schon Gänsehaut-Momente gab, weil es einfach so nostalgisch ist. So, wie gehe ich? Kürze erstmal ab, ich gehe mal hier rein. Revelio. Lumos. Der schon wieder. Ich könnte das entzünden, ne? Confringo. So, perfekt. Fragezeichen, ich muss unbedingt in den Raum der Wünsche zurück. Was passiert denn, wenn ich Lumos nicht anhabe? Will mich die Teufelsschlinge dann holen? Tatsächlich, die greifen an, die kleinen Biester. Geil, 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 geil. Ey, Avalanche, ihr habt echt abgeliefert, Mann. Bis jetzt, wirklich. Es ist so fantastisch schön. So, was haben wir hier? Ein Eimer? Repulso. Anscheinend hat die Teufelsschlinge eine Truhe beschützt. Okay. Eine Truhe. Traue ich mich hier rein? Ich traue mich hier rein, ja. Oh, 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 schnell, 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 schnell. Oh.
Nur für so eine dämliche Schuluniform. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa Tentacula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Aber rein theoretisch könnte ich Duncan auch meine Tentacula geben, denn ich könnte die jetzt selber anpflanzen, oder Freunde? Bisschen Gallionen abzweigen. Ja, guck mal, da geht's noch nach oben. Achso, Gewächshaus verlassen, okay. Lumos. Lumos Maxima. Zack. Blatt einer riesigen Erwähnung. Ey, da hätte ich den Samen, das hätte ich auch hier gefunden, hätte ich mir nicht kaufen müssen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber okay. Geil. Kann ich mir das auch hier weglooten? Tatsächlich. Ich mache einfach ihr Gewächshaus jetzt immer leer. Oh, was ist das für eine fette Kiste, ey? Nicht identifizierter Gegenstand. Kopf. Geil. So, jetzt müsste ich die rein theoretisch wieder im Inventar haben. 6 Stück an der Zahl, perfekt. Und die setzen wir dann mal im Kampf ein, wenn ein paar Gegner zu viel am Start sind. Venemosa, Tentacula. So, wo wartet der kleine Schlingel auf uns? Da vorne, ne? Perfekt. Jetzt kann er seinen Heldenmut unter Beweis stellen. Da würde er sich freuen. Nach wie vor diese dämlichen Ladezeiten hier, ne? So, aber bevor wir das jetzt abgeben... Revelio. Nehme ich diese Tür. So, jetzt muss ich mal ganz schnell meine Notiz wieder rauskramen. Haben wir ja in den letzten Folgen gesehen, ne? Schaut euch die unbedingt an, mit den Türen zu enthüllen. Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Lipendo habe ich schon nie gehört in Zauber. Okay. So, 11 plus das hier sind das Zeichen. Gerade mal gucken, sind 2. Also 11 und 2 sind 13. Fehlen noch 8. 8 ist eine Spinne. Ein Fragezeichen. Ein Fragezeichen ist hier vorne. Also einmal die Spinne auswählen. Genau. Und dann haben wir unten einmal dieses komische Wesen, was wir auch hier rechts sehen. Das ist 9 plus... Was war die Krabbe doch mal? Wo ist die Krabbe? Ach, ja, 5. 5 sind 14. Fehlen noch 3. 3 sind diese Schlange. So, doppelte Fragezeichen. Das war oben. Meine Familie folgt vielen so, die Schlange. Damit müsste die Tür dann geöffnet werden können, oder? Game Changer, dieses Dokument. Ja, perfekt. Ein Hexenhut, nice. Und was für unseren Raum der Wünsche? Einen großen, schönen Teppich. Optimal. So, bringt der Hut uns tatsächlich weiter? Was ist mit dem Handschuh? Legendär. Oh, der wird geil, der wird geil. So, ein Hut. Oh, der ist deutlich besser. Nehmen wir den natürlich erstmal. Aber da fehlt halt der Slot drin. Und ich frage mich, wie ich diese Slots kriege. Kann man sich das irgendwie craften oder so? Viel mehr Schaden und. Oder wann kriegt man das? Kann man das vielleicht in den Kommentaren beantworten, wann man diese Sockel eben bekommt? So, kehre zu Duken zurück. Genau, das wollten wir eigentlich tun. Bin ganz vergessen, den armen Kerl. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Ich kann mich einfach durch Objekte hindurch bewegen, liebe Freunde. Habt ihr das gesehen? Was haben wir mit euch? Ein Hufflepuffer und ein Ravenclawer. Ja, alles klar. Das sagt schon alles. Sagt schon alles. Mit der Macht der Slytherin könnt ihr einfach nicht mithalten. Yo, Duken. What's up, my man? What's up? Hast du schon etwas, um mein... ich habe alles Mut für dich. Zu beweisen? Hallo, Duncan. Ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa Tentacula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Gern, gern. Gern geschehen. Ich hoffe, das hilft dir, dich zu beweisen. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dankov Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal und bis bald. Oder? Ich bin so erleichtert. Dann verlangen die Leute noch mehr von dir. Und du kommst in Schwierigkeiten rein. Umhang der Venemosa Tentacula. Sieht nicht so, kriegen wir Level ab? Nö, da fehlt noch ein bisschen.
Da fehlt noch ein bisschen. Okay, meine lieben Freunde der Nacht da draußen. Wingardium Leviosa, Arresto, Momentum. Und was haben wir noch bekommen? Das war es erstmal, ne? Aber jetzt in den nächsten Folgen geht es dann eben richtig zur Sache. Wingardium Leviosa habe ich jetzt gar nicht ausgewählt, ne? Das Wingardium Leviosa könnte ich mir aber trotzdem gerade mal hier aufs Set packen für den Reparo-Zauber. Den benutze ich gar nicht so oft. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, liebe Freunde, gehen wir was an? Was gehen wir in der nächsten Folge an? Flipendo. Flipendo. Wie gesagt, den Zauber habe ich nie gehört. Sprich mit Sirona in den drei Besen. Ja, ich würde aber erstmal den hier machen. Alohomora. Das und dann begib dich in den Unterrichtsraum für Tierwesen. Habe ich Bock drauf. So, ich wähle schon mal aus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du dem Video ein Däumchen nach oben geben würdest, würde mir sehr weiterhelfen und natürlich einmal auf mein Profil klicken, welches du neben meiner Cam siehst. Damit kannst du mir ein kostenloses Abo dalassen. Es ist wirklich kostenlos. Tut absolut nicht weh, der Support. Und würde mir extrem krass weiterhelfen. Dankeschön vorab an jeden Einzelnen, der schon getan hat. Vielen, vielen Dank und natürlich die Glocke nicht vergessen, damit du kein weiteres Video von mir zu Hogwarts Legacy verpasst. Jeden Tag geilen, frischen Content. Hab einen schönen Tag, mach was Schönes draus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao mit V.